Dann wollen wir mal ausprobieren, wo uns dieser Teleporter hinführt. Okay. The Serpent's Maw. Lass mich raten, das war eben erst das erste Rätsel von vermeintlich vieren. Wäre das jetzt zu naheliegend, dass die mich angreifen? super. Macht ja gar nichts. Ich habe aber Angst, dass sie vielleicht einen so einen Knockback haben, dass sie einen weghauen, wenn ich natürlich jetzt in die falsche Richtung gucke oder stehen würde, dass ich dann da in den Tod fliege. So, das war der erste Streich. Diesen blauen Strahl kennen wir ja auch und das wird wohl, jetzt komme ich da erst drauf, das sind die Shadow Veins von Lucklin, die überall hier durch den Mond ziehen. Und jetzt, ich weiß ja nicht, ob ich es richtig übersetzt habe, aber dann gehen wir davon aus, dass hier in den Ruinen eine Schlüsselstelle ist oder ein Knotenpunkt. Die anderen auch noch aktiv schalten. Komm schon. Wenn ich den ganzen Tag Zeit. Wisst ihr Bescheid? Und der letzte, bitte. So, jetzt erwarte ich hier Magic Trick. Temporarily displays a mural on the wall across the chasm. Ja. Vielleicht müssen wir das mit allen machen. Ah, nein, wir müssen eine. Okay. Müssen wir die alle gleichzeitig zum Leuchten bringen, oder? Vermute ich mal, ne? Dann ist er natürlich fies. Okay. Jetzt bin ich natürlich überfragt gerade. Hier Puzzling Power.
Da geht's weiter. The Serpent's Maw. Approach the warrior effigies at the edge of the pit to activate them. Click the tiles until you find the one that displays a mural across the pit with two chasseurs facing each other. Walk across the pit toward the mural. Click the tiles until you find the one that displays a mural across the pit with two chasseurs facing each other. Ja. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Das würde ja bedeuten. Nee. Gerade gedacht, ich hätte es, aber gucken ja alle in die gleiche Richtung. Ach so, da wird was aufgedeckt. Okay. Ja, ich habe es aber verstanden. Glaube ich. Ich hoffe es. Oder auch nicht. Ah, ja. Und jetzt? Das ist es. Click the tiles until you find the one that displays a mural across the pit with two chasseurs facing each other. Walk across the pit toward that mural. There is an invisible bridge. Okay. Okay, es funktioniert. Super. Da musst du aber erstmal drauf kommen. Oh. Eine Wachschlange. Natürlich. Oh, er hat einen Stern. Okay, let's go. Kann ja wieder ein aufregender Kampf werden. Boah, der hat aber hier, jetzt müssen wir aber gerade mal gucken. Ganz schön Bums hier auf dem Zahn. Oh oh, da kommen wohl noch mehr Schlangen. Natürlich. Ah. Probieren wir mal ein paar Sachen hier aus, die ich sonst nicht so drücke. Vielleicht hilft uns das ja. Im Moment sieht es nicht so aus. Eieiei. Come on.
Ui, ein Token. Supi. Ja, warum bebt hier die Erde? Ich bilde mir mal ein, dass das sich bewegen positiv darauf auswirkt, dass ich weniger Schaden nehme. Boah! Jetzt war es aber schon eine knappe Kiste. Wenn man hier. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber ich versuche jetzt erstmal diese kleine Schlange hier wegzumachen. So ein hartnäckiger Drecksack hier. Ja, ich rede dabei eher weniger. Ich versuche mich hier auf den Kampf zu konzentrieren. Ich glaube, es kann sehr schnell vorbei sein auch. Also, da steckt schon ein ordentlicher Bums hinter bei dem Vieh. Komm schon, komm schon, komm schon. Mal gucken, dass ich diese kleine hier wegkriege. Ja, das sollte klappen. Nur nicht nachlässig werden auf dem letzten Meter hier. Ja komm, jetzt aber. Celadie. Thanks. Das natürlich erstmal einsammeln. Oh, eine neue Sammlung. Super. Und da mal ein Ring. Der ist gar nicht mal so schlecht. Aber hatte ich nicht eben schon mal... Ach nee, da hatte ich das gekriegt und noch nicht ausgerüstet. Oh, worauf muss das denn? Das kann auf den 140er setzen. Das ist der untere. So, einmal das da drauf. Und dann haben wir noch diesen Schlucklingring. Tauschen wir aus. Auch die Werte verbessert. Sehr gut. So, was passiert jetzt? You receive Warrior's Relic. Alles klar, ich weiß Bescheid. Das müssen wir zurückbringen. Funktioniert das rückwärts genauso? Hm.
gerade den Moment verpasst, loszulaufen. Jetzt nochmal. Okay. Funktioniert. Sehr gut. Dann würde ich mal behaupten wollen, das könnte natürlich. Muss ich ihm das in der Hand drücken? Und dann geht der Spaß da auch weiter. Also, kleiner Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.